Liebe Meute und liebe N42er. Jawohl. Hey. Drossi und ich, wir sind hier wieder unterwegs und wollen uns weiter equippen. Sag und mal. Schauen, dass hier alles in der Welt wieder gut wird. Sag mal. Konnte man nicht Sport machen? Doch. Wie ging das nochmal? Du gehst auf Gesundheit, dann Fitness und dann kannst du wieder Sport machen. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter, weil wir brauchen nämlich Sprit. Oh. Warte, ich hab schon wieder eine schmutzige Bandage. Warte, ich muss die kurz gekratzt und infiziert. Ich brauche was zum Desinfizieren. Du hast doch was gemacht. Ich hab Aluhol, warte mal. Aluhol. Aluhol. Hier kriegst du erstmal eine leere Getränkelose. Warte, wo ist der Aluhol? Ich kann dir auch Zigaretten geben, Dossi. Schick mal. Ich sehe schon, er will, dass ich nicht überlebe. Ich finde gerade wirklich nicht mehr. Joghurt. Joghurt. Stofffetzen. Es ist der Joghurt. Ich hab ihn nicht mehr. Okay, dann. Wahrscheinlich habe ich ihn aufgebraucht. Sorry. Okay, dann verbinde ich mich jetzt einfach erstmal nur. Ja, wir müssen mal gucken. Also ich habe ja die Karte von Riverside. Wenn wir das Auto hätten, dann könnten wir halt direkt zum Ding fahren. Lass uns mal kurz in den Krankenwagen gucken, der hier unten ist, Dossi. Ja. Achso, stimmt. Das, weil ich würde mal behaupten, wenn du irgendwas zum Desinfizieren brauchst, dann ist der Krankenwagen die richtige Anlaufstelle. Hä? Da ist die Brille geflogen. Fuck. So, nicht Kollege. Voll die Kloppe, ey. Alles, was ich hier sagen, ist in dem Spiel halt wirklich cool. Wenn du die Leute halt so richtig vormöbelst, das macht schon gut Spaß. Ich schmeiß jetzt mal noch irgendwas weg. Also, ja. Ich hab viel zu viel wieder drin und ich nehme mal noch eine Tablette. Die haben halt echt nie Loot, ne? Ich esse jetzt mal ein Kilo Joghurt. Damit. Wieso kann ich denn nicht agieren mit dem Scheiß? Hast du kein Ding? Du musst, also... Ich kann halt nur E drücken und dann versucht er... Ja, mehr kann ich auch nicht machen. Achso, man konnte doch beim letzten Mal die Scheiben einschlagen. Ja. Das geht hier irgendwie nicht so. Ich fummel mal an dem hier rum, weil ich es kann. Oh. Gesamtzustand 10%. Okay, vergiss das Auto. Das ist schon mal scheiße. Ja, ich glaube, das Auto, was wir da vorne haben, das sieht ja schon... Oh Gott, das ist auch komplett hinüber. Das andere Auto sieht ja schon ziemlich gut aus, muss man sagen. Aber das Problem ist halt der Kanister. Vielleicht hast du so letztes Mal die Dinge eingeschlagen. Okay, es hat nicht funktioniert, was ich vorhatte. Ich glaube, den Kofferraum kriege ich nicht auf. Mit der Bratpfanne. Ja, wahrscheinlich musst du es mit deinem Basie lieber machen. Kommt da was? Nee, ich glaube, das geht nicht. Also, ich habe gerade bei dem Auto konnte ich auswählen, Scheibe einschlagen, aber das geht bei dem Krankenwagen wohl nicht. Was ist mit dem Lieferwagen hier oben? Habe ich noch nicht untersucht, ich muss mal kurz nochmal meine Bandagen waschen, die sind schon wieder hierüber. Ich frage mich halt echt, was passiert mit dem Gebissen? Also das würde mich halt echt interessieren, weil das könnte entweder, wird's heilen oder... Oder nicht, ne? Ja. Kofferraum ist gesperrt. Kofferraum ist entriegelt, ja, okay. Wo bist du jetzt gerade? Ah, du bist bei dem großen. Ja, da bin ich. Ich hab da schon reingeguckt. Da ist nur Trash drin. Wieso kann ich das nicht? Ich habe ihn doch gerade entriegelt. Ich bin zu blöd für das Spiel. Ach, da oben macht er immer. Ach, der macht es nicht auf da oben. Okay, Gummiband. Ach so, warte mal, aber dann. Nicht, dass also ich habe hier keinen Schlüssel für dieses Auto. Da kannst du dich nicht reinsetzen. Okay. Der ist abgeschlossen wahrscheinlich. Ja, okay. Hast du Polizei geguckt, was hinten drin ist? Ja, ich habe alles andere Sachen durchgeguckt. Okay, ich will trotzdem noch mal gucken, weil... Eine Straßensperre können wir aufstellen. Ja, genau, das habe ich vorhin auch gesagt. Echt? Ja. Entschuldigung. Ah, du hast die Kurve, da ist eine Straßensperre drin, die können wir aufstellen. Habe ich eigentlich nie gehört. Ich gehe noch mal kurz rein, was trinken, weil ich bin ja der Durstige hier.
Ja, es wäre cool, wenn du runter dann kommst zum Ding. Ich hätte mal gesagt, wir müssen als nächstes in das Restaurant. Oh, das ist gut. Ja, da habe ich ein paar Zombies reingelockt vorhin beim Fliehen. Müssen wir uns durchkämpfen wahrscheinlich. Warum ist mir denn unangenehm heiß? Ja, deswegen laufe ich auch gerade ganz normal. Das hatte ich nämlich auch das Problem. Ja, aber ich frage mich, warum. Ich habe eigentlich... Und ich habe Schmerzen. Ja gut, ich bin halt immer noch nicht ganz auf der Höhe, ne? Okay. Also ich bin hier vorne rausgekommen wieder. Nee, aber das ist abgeschlossen. Also, aber das ist einfach die Tür. Das ist die zweite Tür. Einfach die Türe. Ja, das war meine Fluchttür vorhin. Die haben sie zerschlagen. Okay. Hier können wir. Boah, unendlich Trinks, oder? Wie? Geht nicht? Oh, eine schmutzige Bandage nehme ich mal mit. Wenn wir die Wasser noch gut waschen, Schwamm. Können wir das. Also, ich kann damit leider nichts machen. Alter, ich. Ich kann Bleichmittel trinken. Gibt minus 60 Durst, aber plus 99 unglücklich. Geil. Reinigungsmittel. Glühbirne, Plane. Oh, eine Säge ist gut für mich. Ja, definitiv mitnehmen. Dann kannst du vielleicht hier auch ein paar Sachen schon zerlegen. Ja, das hatte ich tatsächlich mal vor, dass ich das teste. Aber sonst ist das ganz schön enttäuschend hier, muss ich ja, sagen. Ja, irgendwie ist gar nichts drin, gell? Ja. Ach, die Tische sind aus Metall. Okay. Ich brauche einen Hammer. Werkzeug, Hammer, Werkzeug, Gartensäge, Säge. Also ich brauche noch einen Hammer, sonst kann ich damit leider nichts anfangen. Du hast nicht zufällig einen Hammer dabei, ne? Nee, hab gar nichts eigentlich so gesehen an Werkzeug. Ja gut, okay. Ich meine, da müssen wir halt gucken, dass wir irgendwo mal einen Hammer finden, ne? Bleichmittelschwamm, Geld, Backform, Bratpfanne. Ach, da hinten. Ach, so kommt man da hin. Ah, okay. Guck mal, soll ich dir einen Burger machen, Dossi? Oh ja, hau rein. Wir haben super viel. Ja, komm, dann machen wir uns mal schnell einen Burger. Pass auf, also wir haben hier drüben die Pfanne. Bau eine Bratpfanne. Boah, hier gibt's frische Pommes. Voll geil. Plastiktablett. Ola, guck dir das mal. Dossi, pass auf, jetzt bist du bereit. Mhm. Also ich nehme mal hier ungekochten Hackfleisch-Patty raus. Frischen Schmelzkäse. Ungekochten Hackfleisch-Patty raus. Und dann gehe ich hier hin. Und dann hole ich mir hier die Bratpfanne und mache ein Ding aus zufälligem Rindfleisch, ein Gericht. Okay. Soll ich schon mal in die Kasse gehen für die Kunden? Okay, jetzt müsste ich theoretisch in meinem Inventar habe ich jetzt. Hat das nicht funktioniert? Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Bratpfanne, mache ein zufälliges Gericht aus zufälligem Fleisch. Oh, ich habe Dörrfleisch zubereitet. Okay. Ah ne, hier, ungekochte Dörrfleischpfanne. Das packe ich jetzt mal in den Ofen. Und das packe ich in den Ofen und dann können wir uns was richtig Geiles gönnen mit Dossi. Sehr gut. Ich habe hier auch noch Senf und Essig, falls du brauchst. Nee, ich nehme mal wieder eine Schmerztablette. Jetzt noch mehr Hackfleisch, wenn du noch mehr kochen willst. Oh, ich muss den Herd ja natürlich auch anschalten. Das, ja, hat Vorteile. Kocht das jetzt? Ja, es kocht, glaube ich. Ja, dauert ein bisschen wahrscheinlich. Ja, aber geil. Oh, das Dürrfleisch gibt sogar ein bisschen auf Unglück. Geht ein bisschen runter. Auch nicht schlecht. Musst aber aufpassen, dass es nicht verbrennt, ne? Ja, ich hab dich jetzt da mal stehen. Ja, ich wollte jetzt Sport machen, solange ich auf dich warte. Ja, ich muss mal gucken. Ich bin immer noch am Überhitzen und ich frage mich halt, warum. Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen mit meiner Ding zusammenhängt. Ja, das braucht halt ewig zum Kochen, ne? Ja, deswegen mache ich Sport.
Aber guck mal, das Hackfleisch-Patty bringt halt einfach minus 40 Essen. Ja. Also da hast du dann richtig... Dann ist richtig geil. Was mir immer ein bisschen fehlt, ist so die Essensanzeige, die vernünftig ist. Ich sehe zwar immer, dass ich Durst habe, aber ich will halt mal wissen, in Werten irgendwie. Ja, aber jetzt sind wir mal realistisch, Dorsi. Weißt du jetzt momentan theoretisch, wie viel Hunger du gerade hast? Ja, ich habe vor einer Stunde gegessen und bin noch bei 80% voll. Oh, Hackfleisch, Dorsi? Ja? Einmal hier für dich. Liegt auf dem Boden. Wow, auf dem Boden. Ja, das kannst du ja trotzdem essen. Oh. Wo denn? Ich sehe es nicht. Ach, da hat es ihn gelingt. Da gönne ich mir. Ja, es ist ja auch frisch. Okay. Essen. Och, das Dörrfleisch. Geil. Und jetzt bin ich aber happy. Jawohl, jetzt bin ich happy. Ich habe schon wieder Durst. Ja, ich auch. Ich glaube, das ist halt auch sehr salzig, ist das Essen. Ich bin dauerdurstig. So, nach dem guten Essen. Du machst echt weiter Sport. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Biss ja mir irgendwas machen wird. Ich weiß nicht was, aber ich bin die ganze Zeit gestresst und mir ist unangenehm heiß. Ja gut, heiß ist mir eigentlich auch die ganze Zeit vom Hin- und Herlaufen und so. Echt? Ich dachte nicht, dass das so eine krasse Auswirkung hat. Ich habe jetzt zum Beispiel schon gemäßigte Anstrengungen und mir ist auch unangenehm heiß nur von Liegestützen machen. Ich glaube, ich setze mich mal. Was machen wir damit eigentlich? Stärke, oder? Ja, also die Fitness halt, genau. Die Stärke sollte hochgehen. Ja. Es wäre halt cool. Ich glaube, wir müssen jetzt als nächstes mal, was sinnvoll wäre, jetzt sind wir doch mal realistisch, wo können wir ein Ding finden? Ich glaube, ich würde gerne nochmal in die Tankstelle gehen, also in dieses Nebengebäude von der Tankstelle. Ja. Oh lol. Ich habe die ganze Map jetzt aufgedeckt, Dossi. Oh, okay. Ich droppe dir mal kurz die Karte, dann hast du die vielleicht auch komplett aufgedeckt. Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte gerade ist, dass ich, ja, ich habe es mal hingelegt, liegt auf dem Boden. Dass es ja sinnvoll theoretisch wäre, wenn dort drüben ein Ding wäre, weißt du? So irgendwelche Sachen zum Reparieren von Dingen. Ja, also, weißt du, zum Beispiel einen Hammer oder irgend so ein sowas. Ja, was in die hältst Richtung. Du? Also, ja, das auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt gerade so die Karte angucke, ganz oben im Norden ist doch Wasser. Oder ist es nur Deko von der Karte? Das Blau. Ich glaube, das ist Wasser. Weil dann könnte man noch gucken, ob man da vielleicht entweder das gelbe Häuschen oder das große blaue Häuschen als Basis nutzt, wenn es da eine Möglichkeit gibt zum Kochen. Weil in einem Krankenhaus könntest du. Aber du meinst ja, da drüben, so weit oben schon. Also da müssen wir ja komplett rüberlaufen. Ja, wir müssen ja nur hoch und dann können wir am Wasser entlang laufen. Das ist, glaube ich, der safeste Weg. Ja, das können wir gerne machen, aber ich würde halt gerne auch das Auto irgendwie mitnehmen, weißt du? Ja, aber ohne Sprit. Ich würde mir das Auto auf der Karte markieren und fertig. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Weil ich glaube, es macht keinen Sinn, das Ziel zu setzen, Sprit zu suchen. Weil wo willst du hinfahren? Also. Ja, da hast du schon recht. Was machen wir denn für ein Zeichen fürs Auto? Kein Autozeichen. Da ich es eh nicht sehe. Wo war das nochmal? Ja, ich sehe ja nicht das, was du auf deiner Karte machst. Ja, das ist neben Polizeirevier direkt. Das war das Blaue da oben, ne? Genau, richtig. Ich habe da jetzt einfach so einen Schlüssel mal hingesetzt. Ja. Okay, pass auf, ich schmeiß jetzt mal noch irgendwas weg hier. Den Player schmeiß ich mal weg und die 120 Zigaretten schmeiß ich weg. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. So, was hältst du davon, wenn wir dann einfach mal gucken, noch ganz kurz in die Werkstatt reingucken? Weil du kannst auch halt einfach Auto, also ich habe jetzt Auto hingeschrieben. Achso, ja, hinschreiben könnte ich theoretisch auch. Guck mal, würdest du kurz mit mir mitkommen? Einmal kurz wirklich, oh Gott. Da willst du nicht raus, geh mal andere Seite raus. Ja. Das sind so viele Zombies gewesen, Dossi. Ja, von da kam ich ursprünglich. Aber guck mal, wer da kommt, da läuft auch ein Schorsch. Die kommen hier rein, Dossi, pass auf. Es sind einige schon.
Ich will nur kurz in die Waschanlage reingucken, ob ich da zufälligerweise einen Schraubenzieher oder einen Hammer oder sowas finde. Mhm. Also das ist das untere von diesen zwei Gebäuden. Okay. Ich schleich mal lieber. Ich meine, wir müssen schleichen eh upgraden. Komm, den machen wir mal kurz platt. Patz. Oh, eine Digitaluhr. Die nehme ich gleich an. Nice. Oh, endlich eine Uhr wieder. Es ist halt echt einfach nur eine Waschanlage, gell? Echt, lol. Hey, ist aber gut zum Entkommen, glaube ich, wenn man einfach durchrennt. Ist halt gut getarnt, glaube ich. Hast du zufälligerweise einen Heftchen oder sowas noch dabei? Ein Heftchen? Ja, ich bin sehr unglücklich gerade. Ach so, zum Lesen meinst du? Ich habe ein Wortsuchmagazin. Wow. Ich kann dir. Guck mal, der Armbanduhr. Ja, ich leg's dir auf den Boden. Dankeschön. Wo ist es denn hier, Boden? Nehmen. Ich glaube, das hilft ja gegen unglücklich, gell? Ja. Und nee, hilft's nicht. Nee, aber auch gegen Langeweile und so. Gegen Langeweile, aber Langeweile und unglücklich ist. Ich probier's aber mal ganz kurz aus. Wenn wir jetzt eh schon in dem Haus sind. Das dauert ja nicht lang. Ich bin ja schneller Leser. Genau, wir können da mal kurz in die Häuser reingucken. Vielleicht finden wir da irgendwie einen Schuppen oder sowas. Das wäre ganz cool. Ich bin im Haus drin. Jo, ich komme auch. Bist du durchs Fenster? Ja. Hört's von drin nur klunk. Nein, nicht schließen. Hört's immer nur klunk, klunk. Ja, ich hatte Besuch. Der hat jetzt einen Hausschlüssel, aber es bringt mir ja so ein bisschen nichts. Im Haus bin ich gespawnt, glaube ich. Echt? Ja, genau, hier ist das Bücherregal und der Fernseher, mit dem ich geschaut habe. Geil. Ja, da ist sogar noch meine VHS drin. Ja, also, ist das nicht gegen Unglück? Ey, ich stimmt. Ich guck mal, ob das hilft. Reicht es, wenn ich dann neben dir sitze? Oder muss ich Rechtsklick irgendwie aktiv machen? Nee, das funktioniert auf jeden Fall. Also du musst nur in der Nähe sein. Die Lautstärke, okay. Du musst es halt sehen, dass der Titel läuft. Aber nee, es hilft irgendwie nicht. Finde Wege, um dich aufzuheitern. Was könnte mich denn aufheitern? Oh, meine Wunde ist übrigens weg komplett. Bin immer noch komplett bandagiert. Ja, die musst du weg. Also ich habe gerade, weil es stand gerade dran, Bandage ist schmutzig. Dann dachte ich mir, ich mache eine neue dran. Habe ich sie weggemacht und dann war die Wunde aber weg dahinter. Okay, ich guck mal auch kurz nach. Ja, ich glaube halt. Ja, die eine ist weg. Ich glaube halt mein Oberarm, wo ich gebissen wurde, dass das noch da. Oh, und ich habe immer noch eine Platzwunde. Fuck, ich glaube, die muss ich nähen, damit die richtig zuhält. Ich kann dich ja mal selber untersuchen. Ja, ich hätte dich. Okay, ich hätte dich auch bandagieren können. Ich bin halt immer noch gebissen. Mal, wie ist denn das? Ich müsste doch jetzt beim Bandagieren. Wo ist denn. Also mir hilft das nicht. Ich glaube, ich brauche Antidepressiva oder sowas, damit ich wieder glücklich werde. Antidepressiva, okay. Ja, also ich könnte es mir gut vorstellen, dass das Spiel halt das dann so bringen will, weißt du, dass du dann halt wirklich von. Ich gehe mal ins Haus gegenüber, gerade. Dass du halt wirklich dann Happy Macher brauchst während der Zeit, wo du halt dann das hast. Ja. Wenn es überhaupt sowas gibt. Komm, nimm mal die Tablette schneller ein. Okay, Lassi, ich bräuchte dich wieder kurz. Ja, ich hab noch mit dem Fenster zu kämpfen. Ja, alles Nein. gut. Ach, ich geh durch die Tür durch. Ich bin zu doof. Alles gut. Auf zu. Du weißt, dass du einfach E drücken kannst, gell? Nee, dann macht er es. Also. Ich wollte aus dem Fenster raus. Dann hab ich E gedrückt und hab das Fenster zugemacht. Ach so. Also ich muss sagen, manchmal habe ich echt das Problem, dass meine Pfanne einfach nicht diesen Rückschlag hat, wie man sich's wünscht. Ja, deswegen finde ich den Baseballschläger ziemlich gut. Also die Pfanne ist halt cool, um die platt zu kloppen, aber oh, rote Digital. Ja, ich habe eine bessere. Aber dieses eigentliche fehlt mir halt, dieser richtige Back. Guck
Guck mal, hier ist ein Bulli. I'm on your side. Behind you. Ich habe einen Autoreifen einfach gefunden. Im Kofferraum. Hier auf den Sitzen ist nichts. Siehst du was in der, auf der Fahrerseite? Klebestreifen, Pflaster, Gummiband. Karte von Louisville. Karte von Louisville, wir sind nicht in Louisville, ne? Nee. Dann nehme ich es mal mit, falls wir da irgendwann mal hinkommen sollten. Ja, ich habe das ehrlich gesagt weggelassen. Also ich weiß nicht, ob das was bringt. Oh, Alkoholtupfer. Das ist wichtig. Muss ich bei dir was desinfizieren? Weil dann würde ich es bei dir anwenden. Ich habe selber momentan noch, aber okay. Du kannst es gerne mal mitnehmen. Ich glaube, das bringt schon was. Ein Dosenöffner. Oh mein Gott, okay, wir können jetzt richtig, richtig gute Sachen kochen, Dossi. Wo bist denn du? Ich bin in dem Haus einfach reingelaufen. Hä? Türe ist offen. Echt? Okay. Ich bin durchs Fenster durch. Also ich frage mich halt, ich weiß halt wirklich nicht, was ich mit meiner Wunde machen soll. Und das macht mir ein bisschen Gedanken. Ich nehme das Erste-Hilfe-Band 3 mit. Ja, ich habe es auch schon gesehen, aber das bringt uns halt gerade leider noch gar nichts, gell? Und ich weiß halt auch nicht, also hast du 1 oder 2 oder sowas? Ja, ich bin ja Erstmediziner, habe ich ja schon gesagt. Ja, das heißt also, theoretisch müsstest du damit eigentlich was anfangen können, oder? Nee, ist noch zu low, weil es Band 3 ist. Ich brauche quasi Band 2, glaube ich. Achso, das heißt also auf Deutsch, du hast eigentlich einen 1er. Ja. Medizin 1 hast du theoretisch. Ich habe, genau, Humanmedizin Stufe 1 ist komplett durch. Und ich skill gerade Stufe 2 bei mir. Oh, bringt vielleicht Seife was, dass ich meine Wunde waschen kann? Vielleicht. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ja, ich meine, meine Platzwunde wird sicherlich nicht dadurch gewaschen werden. Ich meine, das ist natürlich jetzt ziemlich uncool, dass ich halt da echt so eine dumme Platzwunde schon zum Start habe. Ach ja, gell, geht das Wasser auch langsam aus an den Sachen hier. Jetzt schon? So schnell? Okay. Ja. Ich lese gerade so Nahrungssuchen, Band 1. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Nee, definitiv nicht. Boah, aber ich muss irgendwie... Guck mal, ob wir irgendwie was empfangen hier. Warte mal, welchen Malus hast du gesagt, hast du? Dir ist nicht langweilig, sondern du bist depressiv. Ich bin unglücklich. Ich hab was, ich hab ein Buch. Das macht unglücklich minus 40. Oh, wow, ist perfekt. Was ist das für eins? Das heißt einfach Buch. Nee, oder? Weil ein Buch habe ich, glaube ich, auch. Ja, dann lies ein Buch. Das macht minus Langeweile, Stress und unglücklich. Oh ja, tatsächlich. Ja, okay, dann lese ich kurz ein Buch. Ja, super, danke. Das hilft mir halt schon. Ich dachte, das ist wirklich ein Trade wegen meinem... Oh, das hilft mir halt. Aufgewühlt? Du hast nicht zufällig was gegen aufgewühlt, oder? Lies einfach jetzt nochmal ein Buch. So. Ich guck mal gerade, aber... Oder ob aufgewühlt vielleicht auch Ding ist. Nee, ich habe jetzt nichts so spezifisch. Oh, wow. Lesen ist tatsächlich, kannst du auch aufgewühlt wegbringen. Ah, okay. Okay, das heißt also, ich habe echt keine negativen Traits gerade mehr jetzt. Oh mein Gott, außer halt Schmerzen. Das heißt, der Biss wird mich hoffentlich nicht töten, sagen wir es mal so. Wir werden es sehen. Das wird eine Surprise-Sache werden. Du gehst weiter. Gehen wir noch rüber ins nächste Haus? Ja, ja. Ich wollte dich noch fragen. Ich hätte gesagt, die Häuserreihe können wir noch mitnehmen für die Folge. Na, wir bräuchten langsam mal so einen Punkt, wo wir echt was finden, weil ich möchte mein Inventar loswerden, weil ich kann halt nichts mitnehmen. Ich bin einfach voll. Ja, gut, aber man muss halt auch echt sagen, hier ist halt super viel Trash auch mit drin, gell? Ja. Ich wünschte einfach nur, dass ich einen dummen Hammer hätte, weil ich dann einfach das ganze Zeug hier einfach abbauen könnte, weißt du? Einfach zack, abbauen, fertig, aus. Ja, klar.
Habe Geschirr. Guck, jetzt macht er wieder das Fenster zu. Ah! Blödes E. Ich weiß nicht. Durchklettern. Weiß auch nicht, dieses E funktioniert bei mir nicht. Man darf halt nicht stetig auf E hämmern, ne? Ja. Ja. Wir haben hier ganz viel E. Ganz viel E. Ganz viel Dosen. Ganz viel E. Ich habe hier eine TV-Fernbedienung. Die will ich auf jeden Fall nicht mitnehmen. Ist das eigentlich mit meinem Schleichen-Trade? Ist der langsam ein bisschen besser geworden? Ja, okay, Schleichen und Dinge sind langsam ein bisschen besser geworden. So, ich gönne mir mal ein bisschen Banane und Apfel. So. Perfekt. Weiß gar nicht, was macht mein Schleichen so? Ich wasche mich jetzt mal in der Luxusdusche. Das wird sicherlich auch meinen Stress ein bisschen reduzieren. Ah, einfach mal so richtig schön waschen, Leute. Sollte man auch schon ab und zu mal machen, ne? Als ob das wirklich keinen positiven Effekt auf mich hat. Hey, das ist schon ein bisschen... Scrolly, du stinkst so oder so. Das ist richtig, aber ich bin trotzdem noch angespannt. Oh, ich kann aus der Toilette trinken. Ja, geil. Ah, nee, okay, Wasserquelle, Luxusdusche. Was war das? Ich habe gerade eine Dose aufgemacht. Ah, okay. Hey, als ob ich hier in der Dusche unangenehmer Hitze ausgesetzt bin. Ich stand neben dir, sorry. Warte mal. Ja, ich trinke mal nochmal. Lass dich mal kurz untersuchen. Ja, bitte, was hast du vor? Ich will dich einfach untersuchen. Okay, siehst noch gut aus. Ja, also bei mir sieht echt alles, also bei mir steht auch dran, Statusbericht meines Körpers, okay. Ja, wir können auch einfach die Tür gehen, Dossi. Ich bin halt der Fenstermann. Aber da drin ist, Also, hast du das aufgekriegt? Ja. Ich finde es ja schon, also ich muss echt sagen, dein Baseballschläger, da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf. Hier ist Tischlerband 2, das ist doch was für dich. Oh, nice. Ja, das nehme ich gerne mit. Ja, und eine Zeitschrift. Ja, ich finde den Baseballschläger auch richtig gut. Ja, dass ich da letztes Mal meinen verloren habe, das hat mich richtig unglücklich gemacht. Landwirtschaft, Fischen Band 4, Metallbearbeitung Band 2. Oh, ich würde alles mitnehmen, aber bringt mir halt nichts. Also ich bin eigentlich schneller Leser. Aber das sind halt 260 Seiten. Ja, ist normal. Warte mal, wo ist denn mein Tischler? Was buff ich? Wo geht denn Tischler? Ah, hier Tischlerei, bin ich auf 3. Also das Haus merke ich mir für später wegen den Büchern. Ja. Hier ist Zeit. So wie zum Thema Niesen, gell? Ja, zum Thema du mutest. Ha! Ich schneide es gerne raus. Oh je. Bei mir bleibt's drin. Oh, ich habe Tortilla-Chips und. Ich habe Antidepressiva. Oh, nice. Das ist wichtig. Brauchst du jetzt noch welche? Nee, mir geht's inzwischen wieder gut. Okay. Also, doch, ich bin ein bisschen angespannt, aber ich werde einfach ein Buch lesen, dann geht's mir wieder auch gut. Ja, gut, angespannt ist man doch so oder so, sobald man Zombies sieht. Irgendwie. Nee, eigentlich nicht. Oh, bist du auch angespannt gerade? Nee. Jetzt siehst du. Ich weiß nicht, warum ich angespannt bin. Das kannst du ja echt nicht sagen. Brauchen wir Taschenlampen? Ich hätte 2 Stück gefunden. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich weiß auch nicht. Ich kann es mir schon vorstellen, ja. Ich nehme mal eine raus. Ja, vielleicht ist es nicht schlecht. Ja, komm, dann gehen wir noch zum nächsten Haus, oder? Und dann ist es... Es geht gar nicht. Folge. Sekundär ausrüsten? Wait, wie sind wir hier reingekommen? Hier doch, oder? Ach so, nee, ich will doch nicht dauerhaft die anhaben. Ist ja bescheuert. Ist gerade auch 12 Uhr Mittag. Ah, warte mal. Sekundär ausrüsten, aber ausschalten. So, Taschenlampe ausschalten. So. Hier ist auf jeden Fall was drin. Gut. Oh, hier. Also in diesen Vororten. Oh. Ja, wo bist denn du hin? Ich bin einfach zu dem nächsten Haus wieder bei, das so wie gesagt. Diese Vororten sind halt schon richtig, richtig gute Häuser mit Büchern. Und Alter, willst du mich verarschen? Ich lackiere hier mit seinem Gesicht die Wand und er fällt nicht um.
Ich lackiere die Wand. Ja, guck dir das mal an, wie blutig die Wand hier einfach ist. Ich glaube, von oben kommt einer. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Okay, das Fenster ist... Ah, doch, ich hab's aufgekriegt. Was? Gürteltasche vorne. Ich glaube, ich habe Zombies angelockt. Oha. Radiogummi VS. Strangle True. Staffel 2. Nahrungssuche 2. Hast du nicht Nahrungssuche 1 gehabt vorhin? Ja, oh, das würde ich gerne mitnehmen, dass ich beide nutzen kann dann. Set-Mechanik 1, das nehme ich mir mal mit. Also so langsam, ich bin jetzt schon bei 15, oh je. Sag mal, ich glaube, die Nachbarn, die sind hier auch wieder anstrengend. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was die haben. Ja, ich glaube, wir müssen hier weiter, Dossi. Sollen wir kurz noch mal ein Haus hoch und dann machen wir Feierabend? Weil dann werden wir wahrscheinlich in Sicherheit, würde ich behaupten, weil das ein Haus, eins der Häuser ist, wo ich schon drin... Oh! Ist das jetzt gut? Hey, du läufst gegen eine Wand. Nee, ich lauf mal schnell raus und renn. Der ist aber schnell unterwegs, der Typ. Mir ist etwas unwohl. Schalte einen Gang runter. Was habe ich für komische Sachen hier? Also ich gehe wieder ins Restaurant, wenn das okay ist, Dossi. Ja, ich wollte noch von links rum, gell? Weil rechts steht die Zombie-Armee noch. Ja, stimmt. Wie kann es denn sein, dass ich die ganze Zeit irgendwelche dummen Trades kriege wegen diesem Einbiss? Ich meine, solange es nur das ist, eigentlich kann ich mich damit zufrieden. Kann ich damit zufrieden sein. Also. Dieser Baseballschläger. Oh, drei sind hinter dir. Ja, ja, ist okay. Wir laufen einfach weiter. Wir können auch zur Polizei gehen. Das ist noch ein bisschen weiter wenn oben. Wenn du willst, komm, dann rennen wir kurz zur Polizei. So. Da war es ja auch relativ sicher vorhin. Ich habe schon wieder Durst. Das Problem ist halt, dass die eine Türe halt auf jeden Fall kaputt ist, gell? Stimmt. Aber wenn wir... Guck mal, da kommt schon der Erste. Hallo. Dürfen wir mal mit Ihnen über Bratpfannen reden? Ah. Hä? Was war das denn? Fällt vorne über und ich habe sie platt gemacht im Fallen. Komm, jetzt gehen wir mal hier rein, dass wir Abmord machen können. Ja, kann sein, dass noch einer kommt. Wir stellen uns nicht in die Waffenkammer. Wir bleiben einfach hier stehen. Hier ist gut. So. Liebe Mäude, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, in der nächsten Folge werde ich endlich mal wieder fit. Und dann hätte ich mal gesagt... Da kommt er. Guck beim Dossi vorbei. Ja. Oder beim Scrolly. Und was man hört sich, ne? Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Oh nein, meine Bratpfanne ist kaputt.